يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بودا. اسم في زاغن لا حول ولا قوة إلا بالله. يا. نو قال الله. Deine Mutter die höchste Stufe des Paradieses geben. Amen. Du kannst erzählen, was das für eine Mutter war. Okay. Ich möchte vielleicht erstmal so ein bisschen einleiten, weil es ein gutes Zeichen ist. Ein Eier von Koran vielleicht nehmen, wo auch viele Menschen dann nochmal sehen werden, auch was für ein Zeichen das praktisch war. Und für die Geschichte als Hintergrund praktisch zu wissen, ist es vielleicht ganz praktisch. Und zwar ist das von Sura al-Baqarah, das ist die zweite Sura, der Vers Nummer 155. In dem steht drin, ich lese es auf Arabisch kurz vor, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Das heißt ungefähr auf Deutsch, und gewiss werden wir euch prüfen durch etwas Angst, Hunger, Minderung am Besitz, Menschenleben und Früchten. Da verkünde den Geduldigen eine frohe Botschaft. Sadaqallahu al-Azim. Angefangen hat das alles ungefähr letztes Jahr im Februar. Subhanallah. Meine Mutter hat auf einmal Schmerzen in der Hüfte bekommen und konnte nicht mehr richtig laufen. Dann ist sie erstmal zum Arzt gegangen, wie es jeder auch machen würde. Und der hat ihr einfach gesagt, es ist vielleicht irgendwas mit dem Muskel oder Gelenkschwäche. Hat ihr ein paar Tabletten verschrieben und hat dann gesagt, gut, nehmen Sie die und dann wird das wieder besser. Meine Mutter hat aber irgendwie das Gefühl gehabt, dass das was anderes ist. Sie hat irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei gehabt. Und weil das immer schneller auch schlechter geworden ist, hat sich noch ein paar andere Meinungen von Ärzten eingeholt, bis dann einer gesagt hat, okay, wir machen mal Bilder, also ein MRT. Bei den Bildern sind dann rausgekommen, dass auf dem Knochen im Hüftgelenk ein kleiner weißer Punkt erschienen ist. Und man wusste jetzt nicht, ist das vielleicht ein Tumor oder ist das einfach nur irgendetwas anderes. Und da war man erstmal ein bisschen vorsichtig gewesen. Dann ging es weiter erstmal so, dass sie immer mehr Untersuchungen gemacht haben und das hat sich dann ein bisschen vergrößert nach einer gewissen Zeit. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen auf jeden Fall davon eine Probe entnehmen, einfach um zu gucken, was das ist. Also wahrscheinlich ist es ein Geschwür, wir müssen halt jetzt nur gucken, ob das jetzt gut oder bösartig ist. Aber die Ärzte haben schon ein bisschen Verdacht gehabt, weil das sehr schnell groß geworden ist am Hüftgelenk. Dann haben sie eine Biopsie gemacht, also eine Entnahme von diesem Gelenk, also Knochen haben sie rausgenommen und haben dann praktisch zu wenig rausgenommen, und um zu richtig gucken zu können, was das ist. Das heißt, die mussten noch mal eine machen. Und das war eigentlich schon so ein bisschen Quälerei gewesen, weil der Knochen war mittlerweile dann in dieser Zeit, das war innerhalb von 3 Wochen vielleicht gewesen, die zweite Operation, dann wo sie die Probe entnommen haben, war der schon so angefressen gewesen auf einmal, der Knochen, dass der bei der zweiten Operation dann gebrochen war, ja, als sie die zweite Probe genommen haben. Das Hüftgelenk ist komplett durchgebrochen. Und sie haben mir praktisch ein Stahldraht haben sie hier durch die Ferse gebohrt und haben es mit dem Gewicht langgezogen, damit das nicht zusammenwächst mit den versplitterten Knochen. Mhm. Und dadurch hatte ich schon mal ziemlich starke Schmerzen gehabt die ganze Zeit und wusste nicht, was los ist. Es ging einfach mal alles wirklich so ganz schnell von jetzt auf gleich und ich wusste gar nicht, was passiert ist. Es war so ein bisschen zu schnell gewesen einfach in dem Moment. Und dann haben sie dann festgestellt gehabt, es war ein Tumor. Es war auch bösartig. Und dann ging das Schlag auf Schlag so weiter. Dann hatten sie erst gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Chemotherapie anfangen. Und jeder machen würde, haben gesagt, okay, wir probieren das. Ja, wenn das eine Heilungschance hat, warum nicht, inshallah, wir probieren es einfach aus. Und dann ging es so weiter und dann hat sich das immer weiter verbreitet und dieser kaputte Hüftknochen wurde praktisch eine Prothese ersetzt. Da hat sie eine Hüftgelenkprothese bekommen und sollte dann nach und nach mit Krankengymnastik wieder anfangen können zu laufen. Daraus aber nichts geworden, weil das hat sich innerhalb vom Becken dann weiter verbreitet. Das war innerhalb von einem halben Jahr, fast das ganze Becken war voll gewesen, auf beiden Seiten dann, aber hauptsächlich auf der linken Seite. Dann ist das langsam nach und nach die Wirbelsäule hochgewandert. Und am Ende des Jahres, dann so im November, Dezember rum, war dann die Chemotherapie vorbei. Und dann hat man gesagt von den Ärzten, von der ärztlichen Seite her, wir müssen erstmal ein bisschen warten, bis sie angeschlagen hat. Und danach müssen wir noch mit der Bestrahlung anfangen. Ja. Dann ging das schon so weiter, dass praktisch dann die Wirbelsäule auch einmal betroffen war, wie ich gesagt hatte. Und dann hat in dem Nacken hat das dann angefangen. Das ist praktisch dann dort aufgetaucht ist auf einmal. Und sie konnte ihren Hals nicht mehr bewegen. Sie konnte den Hals auf einmal nicht mehr bewegen. Und dann hat
den im Arm auf einmal, im linken Arm auf einmal bekommen und der konnte den Arm gar nicht mehr bewegen. Sie konnte nicht mehr meinen Finger rühren auf einmal. Und wirklich alles Schlag auf Schlag ist es passiert dann bei ihr. Und dann, die Ärzte haben dann schon Anfang des Jahres, als die Bestrahlung vorbei war, haben sie schon aufgegeben eigentlich, haben ihr dann gesagt, ja, also haben es eher zu uns gesagt, weil sie es ihr nicht sagen wollten, haben dann zu uns gesagt, ja, es tut uns leid, wir können nicht mehr viel machen. Also, wir sehen keine Hoffnung mehr, wir haben echt alles ausgeschöpft, was möglich ist, ja. Und wir sehen einfach nicht viel Besserung bisher. Es verbreitet sich immer weiter und es ist so aggressiv, der Tumor. Also es war so eine Art Knochenkrebs, Knochenhautkrebs oder irgendwas war das gewesen. Und die konnten halt nicht mehr viel machen, haben sie gesagt. Und sie hat meine Mutter die ganze Zeit aber gesagt, wir geben nicht auf, wir machen weiter. Und hat, weil ich ja noch eine kleine Schwester auch habe, die 13 Jahre alt ist, so eine Großschwester, die jetzt noch 25 ist. Und ich bin der Mittlere, ich bin jetzt, morgen werde ich inshallah 23. Und hat sie uns halt immer beachtet, hat er gesagt, das wird schon wieder, die Mama wird wieder gesund, inshallah, und macht euch keine Gedanken. Und war immer ziemlich mutig gewesen in der Hinsicht. Er hat eigentlich nie wirklich aufgegeben. Und dann war es dann letzte Zeit halt so gewesen, dass es immer schlechter geworden ist und sie ist ziemlich schwach geworden. Und die letzte Zeit hat sie ziemlich starke Schmerzen auch immer gehabt, dass wir dann praktisch so eine Schmerzpumpe organisieren mussten, so einen Perfusor, der praktisch 24 Stunden ihr eine geringe Schmerzdosis, also Morphium, zuflößt, damit sie halt keine Schmerzen mehr hat. Und das hat dann auch ein bisschen geholfen, alhamdulillah. Und dann nach und nach, die letzte Woche jetzt so, also sie ist am Donnerstag gestorben, und die letzte Woche war es dann so gewesen, dass die Schmerzen halt immer weniger wurden eigentlich. Und sie hat immer gesagt, sie hat nicht mehr so viele Schmerzen. Und dann haben die Pfleger, die immer bei uns zu Hause waren, weil wir haben sie komplett zu Hause gepflegt, war eigentlich immer jemand da gewesen, hat dann nach und nach immer diese Schmerzdosis ein bisschen runtergenommen, damit einfach die Medikamentenzufuhr auch ein bisschen geringer wird, weil sie zu viele Medikamente schon bekommen hatte. Und dann die letzten 3 Tage ungefähr konnte sie gar nicht mehr wirklich viel reden. Ja, dann hat die letzten 3 Tagen sind sie immer weiter auch runtergegangen und sie hat aber immer mehr Appetit bekommen und sie war auf einmal, hat sie immer mehr gelächelt und gelacht, ja. Sie war manchmal ein bisschen abwesend gewesen, vor Schwäche halt, weil sie auch wirklich in der letzten Woche Fieber bekommen hat, hat immer zwischen 38 und 41 war das gewesen dann und die Ärztin, unsere Hausärztin, war auch wirklich oft zu Hause bei uns gewesen, bestimmt alle 2 Tage hat sie immer nach ihr geschaut. Medikamente hat sie gegeben für das Fieber und sie hat auch Schleim in der Lunge bekommen, der ziemlich locker eigentlich gesessen hätte. Das heißt, für alle anderen wäre es eigentlich kein Problem gewesen, aber sie war dann am Ende so schwach gewesen, dass sie den nicht mehr raushusten konnte, wie es jeder andere machen würde. Und Medikamente dafür gewesen, aber es hat nichts geholfen irgendwie. Aber sie hat trotzdem in den letzten 3 Tagen hat sie immer mehr gelacht und gelächelt auf einmal. Ja? Sie war zwischenzeitlich immer eingedöst und eingeschlafen, dann ist sie kurz wach geworden, hat nach uns gerufen, meine Schwester, mein Vater hat sie gerufen, mich hat sie gerufen, wenn ich da war, und hat dann gesagt, ja, wo seid ihr denn, und kommt mal her, und dann hat sie mir zugegangen, was ist denn los, Mama, und dann hat sie gelächelt manchmal und hat sie gesagt, ich habe Lust, etwas zu essen, ich möchte Saft trinken oder ich möchte Milch trinken, hat sie gesagt, dann hat sie an einem Tag 2 Gläser Milch getrunken auf einmal, obwohl sie in den letzten Monaten fast gar nichts mehr gegessen hatte, eigentlich schon ziemlich stark abgenommen hatte. Dann hat sie Lust bekommen, Sachen zu essen. Ich möchte den Kuchen essen mit Erdbeeren und Saft möchte ich trinken, Orangensaft frischen und Milch möchte ich trinken, hat sie gesagt. Und dann hat sie etwas gegessen und getrunken, dann ist sie wieder eingeschlafen und eingedöst. Und zwischendrin, wie gesagt, hat sie immer mal gerufen und einmal hat sie, wo ich, da war ich nicht zu Hause gewesen, mein Vater hat sie gerufen und hat sie gesagt, komm mal schnell her, siehst du die da, die ändern ständig ihre Meinung. Die ändern ständig ihre Meinung, siehst du die? Und mein Vater hat geguckt und sagt, wer denn? Wer ändert seine Meinung? Und da hat sie nach vorne gezeigt, aber ins Leere, also wo nichts eigentlich war. Das heißt, sie hat irgendwas schon gesehen, was wir nicht wahrnehmen konnten, ja? Und war nichts gewesen. Mein Vater natürlich war erstmal auch ein bisschen geschockt gewesen. Ich habe gar nicht dazu gesagt, meine Mutter ist gebürtige Italienerin, ja? Sie ist in Messina, in Sizilien geboren, war ursprünglich katholisch gewesen und mein Vater ist aus Pakistan. Die haben sich hier in Deutschland kennengelernt, haben hier geheiratet dann. Und 1993, da war ich dann 6 Jahre alt gewesen, hat sie einfach aus Glaubensgründen hat sie den Islam angenommen. Sie hat sich vorher ziemlich viel damit beschäftigt, hat meinen Vater immer beten gesehen, hat ihn viel gefragt und hat sich dann ziemlich stark dafür interessiert dann auch und hat dann immer mehr gelesen und deutsche Bücher gab es da immer mehr, hat dann mehr nachgelesen. Dann hat sie 1993 Islam auch angenommen dann. Und da hat sie dann gesagt, in dem Tag erst, die ändern ihre Meinung die ganze Zeit. Mein Vater war erstmal so ein bisschen schockiert gewesen, weil er sieht praktisch nichts, aber er weiß halt, sie sieht irgendwas, was wir nicht sehen, ja.
Und da ging das so weiter, dass sie praktisch immer eingeschlafen ist, ist wieder wach geworden, hat ein bisschen gelächelt und geguckt. Und meine kleine Schwester hat für sie ein kleines Bild gemacht, auf dem sie praktisch den Namen von Allah drauf geschrieben hat. Und weil sie hat ein extra Pflegebett gehabt und wenn sie wach geworden ist, dann hat sie immer gegen die Wand geguckt. Und dann hat sie, meine zwei Schwestern haben dann ein Bild gemacht, wo dann der Name Allah draufsteht. Und dann ist sie einmal wach geworden und hat dann an die Wand geguckt wieder. Und mein Vater sagt zu ihr, siehst du da an der Wand, was da steht? Kannst du das lesen? Und dann hat sie geguckt und sagt, ja, ich kann das lesen. Das heißt Allahu, Allah. Allahu hat sie die ganze Zeit dann gesagt, ja. Und ist dann wieder eingetöst. So, dann ging es dann so praktisch weiter, dass sie den letzten Tag immer schwächer geworden ist dann. Und am Donnerstag hat mein Vater dann zu mir gesagt, er hat ein schlechtes Gefühl gehabt. Er hat praktisch gemerkt, irgendwas stimmt heute.